Ich heiße Rolam Mustafa Hudak, ich komme aus Afghanistan und ich mache meine Ausbildung hier als Fachinformatiker für das Systemintegration. In Pakistan habe ich Computerkurse gemacht, also ich hatte immer Interesse am Computer gehabt und also das ist sozusagen mein Traum, mit Computer zu arbeiten. Ich habe mich beworben bei verschiedenen Betrieben sozusagen und es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt Hilfsorganisationen, zum Beispiel Lernladen in Neukölln. Ich war einmal dort und die haben TCE gefunden und meine Bewerbungsunterlagen hier geschickt. Dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt mit Herrn Thomas Netke. So, dann habe ich hier mein Praktikum gemacht und danach, jetzt mache ich meine Ausbildung hier. Momentan als Fachinformatiker für das Systemintegration verdiene ich 690 Euro netto. Meine Tätigkeiten sind unterschiedlich, zum Beispiel ich repariere Computer, ich tausche die Lüfter, ich stelle die IPs um, ich arbeite auch mit Server. Am meisten macht mir die Reparatur Spaß. Durch die Reparatur kann man das Problem finden und dann ist es einfach, das Problem zu beheben. Ich gehe eine Woche zur Schule, zur Berufsschule und bin ich hier 2 Wochen im Unternehmen. Also das ist mein System. Es gibt verschiedene Fächer, zum Beispiel ITS, informationstechnische Systeme. Dann gibt es AS, Anwendungssysteme, also Programmieren. Momentan machen wir Java. Dann gibt es BP, betriebliche Prozesse, dann gibt es WSK, Wirtschaft und Sozialkunde und Englisch. Ja, das sind die Fächer. Ich trinke keinen Kaffee, sondern einen Tee und sitze, ja, und dann habe ich meine Aufgaben, was zu erledigen sind. Und dann fange ich mit den Aufgaben an. Zum Beispiel heute sind die Aufgaben, es gibt unten einen Raum, Raum 1, und dort gibt es verschiedene mobile Rechner. Ich muss User-Konten erstellen für die mobile Rechner. Das ist eine Aufgabe. Zweite Aufgabe ist, wie ihr auch schon gesehen habt, in Raum 25. Dort waren neue Rechner, neue Drucker. Ich muss einen neuen Rechner für einen Mitarbeiter vorbereiten mit allen Tools und die Drucker darauf installieren und auch die IPs umstellen.